Segal, wir brauchen deine Hilfe. Azarel hat die Rebellen überrannt. Die Überlebenden würden bei einem Gegenangriff zerschmettert werden. Das siebte Siegel bekommen wir niemals. Ihr braucht eine Armee. Eine mächtige Armee, nicht? Es ist auch dein Kampf. Beteilige dich endlich daran. Es ist gut. Ich will euch helfen. Ich muss dir vorher aber etwas abverlangen. Muss das sein? Hat das nicht bis später Zeit? Mein Wunsch ist, dein Vater sein zu dürfen. Du weißt, dass ich dir keine Bitte abschlagen werde. Doch ich bin ungeduldig. Ich will ein Zeichen deiner Gunst. Je drängender deine Zeit ist, desto wertvoller wird der Dienst, den ich erbitte. Und je schneller du tust, was ich will, umso schneller schuldest du mir nichts mehr. Wenn das dein Wunsch ist. Das ist nur krank. Krank, wie Liebe immer ist. Ein Anführer muss das lernen. Und es macht mich stolz, wie schnell du lernst. Trotzdem, ich will diesen Gefallen. Dann sollst du deine Armee haben. Gut, was soll ich tun? Du wirst mir dämonische Säure beschaffen. Sie ist in der Krypta, unter der Statue des Meisters. Wozu ich das tue, erfahre ich erst später? Nimm diese Ungewissheit. Oder die Gewissheit, dass Azarel euch vernichten wird.
Ich habe, was du wolltest. Hervorragend. Dann kommt nun der zweite Teil deiner Aufgabe. Ein zweiter Teil? Das war nicht abgesprochen. Überrascht dich das, Chiron? Er ist ein Borbaradianer. Es ist seine Pflicht, dich zu hintergehen. Ich hörte, dass du zurückgekehrt bist. Nach all den Jahren. Deine Schmerzensschreie klingen noch immer wie damals. Du hast meine Tochter geraubt. Und nun willst du meinen Sohn gegen mich ausspielen. Sie ist meine Tochter. Der Kindsräuber bist du selbst. Ich wollte ihre Seele retten. Und jetzt ist sie nur hier, weil ihr sie zwingt. Sie hat sich für mich entschieden. Freiwillig. Weil ich sie nicht ein Leben lang bevormundet und belogen habe. Weil ich sie für das liebe, was sie wirklich ist und was sie werden wird. Sie und Chiron. Ihr streitet um Kalandra, während ihr Lager jeden Moment überrannt werden kann. Segal, du hast diese Säure. Jetzt verrate mir endlich, wie ich die Ahats erwecken kann. Zwei Aufgaben. Das ist meine Bedingung. Schon allein, weil ich dir geholfen habe, diesen Verräter zu befreien. Du hast... Ich habe Azarils Aufmerksamkeit abgelenkt. Dadurch habe ich den Zeitpunkt für die Befreiung bestimmt. Ich wollte den Preis später einfordern. Aber offenbar hat das Azaril schon für mich getan. Ich bot ihnen eine Idee, die Azaril faszinieren musste. Dass es vielleicht das Augenlicht ist, das den Verräter an der Einsicht in seine Fehler hindert. Einst hast du dein Versprechen gebrochen. Dafür wurde ich entstellt. Quid pro quo, würde ich sagen. Und Chiron war einverstanden. Richtig, Chiron? Chiron, ist das wahr? Er sagte, er würde dich finden, um jeden Preis. Ich wollte nicht, dass es so endet. Wie konntest du das zulassen? Wie kannst du deinem Vater das antun? Vater, ich bin nicht dafür verantwortlich, was andere entscheiden. Willst du noch mein Sohn sein? Chiron, willst du das noch? Ich denke, er wird alles tun, um Kalandra zu retten. Dafür braucht er eine Armee. Die Armee der Ahats. Die Statuen, die in Kalandras Lager stehen. Ich verrate dir, wie man sie erweckt. Ich verlange nichts dafür. Nur eine Geste. Nur eine kleine Geste. Ein Symbol. Nahe des Pavillons wirst du den Raum finden, in dem eure Geschwister aufwuchsen. Die Säure, die du nun hast, ist sehr stark. Wenige Tropfen genügen, um die Inkubatoren, aus denen die Erwachten bei ihrer Geburt geschnitten wurden, in schwarzen Schlamm zu verwandeln. Das soll mir als Zeichen genügen, auf welcher Seite du stehst. Dass du deine wahre Bestimmung anerkennst. Du willst die Ahats erwecken? Diese hirnlosen Kampfmaschinen? Ich selbst war dabei, als Azaril das einst getan hat. Dann verrate mir, wie es geht, Vater. Das kann ich nicht tun. Jetzt nicht mehr. Ich muss mir deiner sicher sein. Segal verlangt ein Symbol. Ich verlange auch eins. In den Zimmern sind Fresken, die die sieben Erwachten in ihrem ewigen Ringen zeigen. Benutze die Säure, um sie zu zerstören. Das ist das Mindeste, was ich von dem Mann verlangen kann, der mein Sohn sein will. Du forderst also eine zweite Runde im Kampf um die Vaterschaft? Du Narr! Hier geht es nicht um Zuneigung, nur um die Wahrheit. Chiron wird richtig entscheiden. Für seine Bestimmung. Welche Bedeutung haben diese Inkubatoren? Sie banden die Körper eurer Mütter während der Beschwörung Sul'Garoth. Segal will jede Erinnerung an den menschlichen Anteil der Erwachten auslöschen. Ihre Bestimmung wird im ersten Paladin weiterleben. Eine Bestimmung, um die sie nie gebeten haben und die sie umgebracht hat. Sie sind nicht deine heiligen Boten einer neuen Zeit. Sie waren Menschen und sie wollten nichts anderes sein. Dieser Weg war ihnen vorbestimmt. Ohne die Gaben wären sie nie geboren worden. Dein Verrat hat nicht nur Chiron und Kalandra von ihrer Bestimmung abgebracht. Du hast ihnen die Kindheit geraubt. Du wolltest, du hättest die Erwachten nicht gezeugt. Und dann stahlst du zwei, um sie zu deinen Kreaturen zu machen. Die anderen Erwachten sind tot.
Chiron, lass nicht zu, dass die Inkubatoren zerstört werden. Es sind die letzten Erinnerungen daran, wer sie einst waren. Diese Fresken, was bilden sie ab? Die Bestimmung der Erwachten. Von der Taufe mit dem Blut ihrer Mütter bis zu ihrer Vereinigung zum ersten Paladin. Eine Geschichte von Wesen, die im Tod geboren wurden, um Tod zu bringen. Es ist der Lauf der Welt, dass die Stärksten triumphieren. Die Fresken aber erinnern die Erwachten daran, dass sie nicht demselben Kreislauf angehören wie die niederen Menschen. Was siehst du, wenn du dein Spiegelbild siehst, Chiron? Die Vergangenheit? Den Sohn des Mannes, den du Vater nennst? Oder siehst du die Zukunft? All das Große, das du erreichen könntest? Hör nicht auf ihn, Chiron. Bitte glaub mir, du bist viel mehr als nur deine Gabe. Azarils Intrigen um Empfängnis und Geburt der sieben Erwachten waren undurchdringlich. Chiron wusste, er hätte niemals sicher sein können, welcher der beiden Männer sein wirklicher Vater war. Eine Entscheidung war notwendig geworden. Entweder für den Mann, der ihn in großer Strenge aufgezogen, ihn jahrelang beschützt und belogen hatte, weil er ihn für das liebte, was er in ihm sehen wollte. Oder für den Mann, der in ihm das sah, was er dank der Gaben Sulgaroths werden konnte und der ihn dafür vergötterte. Chiron hatte sich entschieden. Die Säure floss und von dem, was sie berührte, blieben nur Trümmer und dampfender Schlamm. Sie haben es mir erzählt. Ich wusste, wie du dich entscheiden würdest. Ohne das, was du mir beigebracht hast, würde ich heute nicht hier stehen. Dann lass uns zusammen diese Armee erwecken. Dieser Kristall kann sie aus ihrem steinernen Gefängnis befreien. Aber es fehlen einige Splitter. Azarils Kultisten haben sie bei sich. Ich besorge also die Splitter von den Kultisten und setze sie ein. Gut, mein Sohn. Ich werde hier warten. Vater, du weißt von Kalandras Entscheidung, was Segal angeht? Sie hat sich gegen uns entschieden. Und für die Borbaradianer. Segals Lügen haben sie verführt. Wie Tausende vor ihr wird sie den Versuchungen der Macht erliegen. Doch vielleicht ist sie wenigstens bis dahin glücklich, bei ihrem leiblichen Vater. Du hast sie wirklich völlig aufgegeben? Sie wird das Gute wollen, aber das Böse erschaffen. So ergeht es allen, die sich für Borbarad entscheiden. Ich weiß, du brauchst sie, um den Zwang der Gaben zu brechen. Doch bis dahin schwebt ihr beide in Gefahr. Früher oder später werden euch die Gaben übermannen. Allein darum solltest du dich von Kalandra fernhalten. Doch wir beide halten zusammen. Das ist noch immer sehr viel wert.
Muss ich noch etwas über die erwachten Achats wissen? Diese Achats sind sehr alt. Möglicherweise wurden sie schon zu Zeiten der Magierkriege versteinert. Eigentlich sind Achats eine menschenähnliche Rasse mit eigener Kultur. Diese hier aber scheinen keinen eigenen Willen zu besitzen. Der, der sie erweckt, kontrolliert sie. Obwohl sie eigentlich selbstständig denken können. Ein seltsamer Gedanke, nicht? Ich besorge also die Splitter von den Kultisten und setze sie ein. Gut, mein Sohn. Ich werde hier warten. Bis später. Pass auf dich auf. Und auf Kalandra.